Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Wir sind jetzt in der Meteorhöhle. Hab vorhin... Da fuck, das ist eine Treppe. Treppe ist im Moment nicht passierbar. Okay. Strange. Ja, ich hab... Im letzten Part, beziehungsweise jetzt gerade, ja, im letzten Part haben wir halt Lugia besiegt und hier und da, hast du nicht gesehen, hat sich auch uns angeschlossen. Oh Gott. Ja, und jetzt müssen wir hier in der Meteorhöhle, so wie es aussieht, Dingens machen. Zum Deoxys. Wir sehen hier lauter Schatten-Deoxys. Joa. Und man hat dann auch gesehen, die Treppen, die sind versperrt. Ja. Die sind versperrt und zwar nur so lange, bis wir dieses unsichtbare Deoxys, also dieses durchsichtige Deoxys, besiegt haben. Wir sehen ja auch schon, wo es ist. Wir müssen einfach nur jetzt dahin gehen. Da ist die Treppe, die ist verschlossen immer noch. Na komm her! Lauf doch nicht vor mir weg. Das kann auch richtig nervig werden auf Dauer. Es läuft alles weg und es gibt hier nichts, nur... Alter, willst du mich eigentlich verarschen? Komm her, Mann. Endlich. Oh Gott, ist das nervig. Na, bis man das gefunden hat, vergehen Jahre, ey. So, wir erreichen Level 51. Eine neue Attacke. Notsituation. Info. Angerichteter Schaden dieser Attacke wird größer, wenn die KP des Anwenders niedriger als die des... die KP des Gegners. Nee. Die Attacke... Notsituation vergessen, okay. Joa. Der Dungeon ist zwar nicht lang, aber er ist nervig. Sehr, sehr nervig. Und man durfte hier nur 3 Items mitnehmen. Ist auch ein sehr, sehr großer Nachteil. Oh, hier. Das Verteidigungs-Deoxys. Hallo? Eisstrahl. Stirb. Amnesie. Wir sollten unsere Attacken sparen. Habe ich das Gefühl. Joa. Verdammt. Keine Items zum Aufsammeln, nur Geld. Nicht wirklich so das Wahre. Ich hasse den Dungeon jetzt schon. Ich glaube nicht, dass wir hier beim ersten Mal schon durchkommen. Aber es kann natürlich viel passieren. So, wo bist du? Du bist da unten. Pokémon-Falle getreten, nichts passiert. Es kann hier nur auf den Ebenen nur ein Pokémon geben, das erscheint. Und zwar das Deoxys. Viel mehr Pokémon kommen hier nicht. Nur eins. Stirb. So, wo ist die Treppe? Ich scheiß jetzt einfach auf gut Deutsch einfach auf das Geld hier. Ich sollte meinen Arsch retten. Und möglichst einen Belebersamen aufheben. Du gehst da unten lang. Ich komme dir entgegen. Ich bin so entgegenkommend heute.
Heimpower. So, wo ist die Treppe? Okay. Ich hätte vielleicht eventuell Essen und Top-Elixier mitnehmen sollen. Aber ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee wäre. Mein Magen knurrt jetzt schon. Oh Mann, oh Mann. Und das Dumme, ey, die haben alle Erzwinger. Meine Attacken gehen in den Bach runter. Und wir müssen uns dann verhungern lassen. Nach und nach. Komm her. Gut. Der Fuck. Was macht der? Schnell kaputt machen. Yes. Ah, die Treppe. Die Treppe, die Treppe, die Treppe. Bevor mein Magen noch mehr knurrt. Nein. Schwindelig vor Hunger. So, die Treppe ist an sich gut sichtbar auf der Karte. Da ist sie. Yes. Gut. Da ist die Treppe auch schon. So wie es aussieht, werden uns zwei Belebersamen im Optimalfall bleiben. So hoffe ich das doch. Oh, fixierte Attacke geht nicht mehr. Fixiere ich um. Ja, Belebersamen ist halt die beste Option hier, irgendwas mitzunehmen. Man sollte nicht davon ausgehen, dass man hier nicht vor Hunger stirbt. Das ist nämlich... Das Wahrscheinlichste, was einem passieren kann. Nicht etwa, dass man von einem Pokémon geschlagen wird, nein. Das Wahrscheinlichste ist, man wird vor Hunger sterben. Alter. Nein, was ist los? So, ich habe fast keine Attacken mehr, verdammt. Wo ist die Treppe? Ich will noch einen. Da ist die Treppe. Ja, geschafft. U12. Stirb. Okay. So schnell kann's gehen. Aber wir geben die Hoffnung nicht auf. Komm her. So, wir haben auch alle Attacken jetzt, so wie es aussieht. Ja. Ey, wenn das so weitergeht... Stirb, echt, ey. Nervigstes Dungeon, nervigster Dungeon auf jeden Fall. So, da oben... ist keine Treppe. Oh, wie ich das liebe hier. Und hier ist auch keine Treppe, nee. Hm. Verdammt nochmal. Die Räume werden immer kleiner. Nein! Da ist die Treppe. U13. Wie viel... Magen? Oh, das ist mal eine Überraschung. Dioxys und die Treppe in einem Raum. Komm her! Nein! Oh, Schleim. Hallo. So, ich hoffe, dass unsere Items nicht klebrig werden. Samen kann von mir aus klebrig werden, aber alles andere bitte nicht. Bitte, bitte nicht. Treppe? Nein. Da oben. Treppe. Hallo, ey. Dann hier im nächsten Raum jetzt. Ja. Okay, U15. Ich hoffe, es sind nur 20 Untergrundebenen. Ansonsten sehe ich schwarz. So. Surfer fixieren. Gut, jetzt die Treppe.
Wie ist unser Magenstatus? 57. Sieht schlecht aus. Nein! Alter, das ist ein schwerer Dungeon. Den würde ich sogar auf schwerer einstufen als die Ruine. U16. Alter! Was, der ist am abspasten. Das Initiative. Das Initiative Deoxys. Oh, wow. Da oben. Ja, komm her, halt. Mein Gott. Nur keine Angst. So. Wird sich uns Deoxys anschließen? Das ist dann die Frage der Fragen. Da ist die Treppe. Ich glaube nicht, man muss vorher erstmal andere Pokémon dazu bringen, sich uns anzuschließen. Ich glaube, Rayquaza muss sich angeschlossen haben. Und noch ein paar, aber das weiß ich nicht genau. Ja, komm. Solange nichts klebrig wird, ist alles in Ordnung. So. Ich hoffe, dass jetzt im nächsten Raum Deoxys auf uns wartet. Ansonsten... Haha. Wo? Es gab eine Explosion. Und jetzt bin ich hier. Was ist das für ein Ort? Ich bin Deoxys. Ich komme aus dem All. Wenn du es weißt, bitte sag es mir. Ich muss wissen, was dir geschehen ist. Erst wenn ich dich besiegt habe. So, wir haben tatsächlich noch zwei Belebersamen übrig. Gut, der Dungeon wäre gleich geschafft. Ich muss gerade gucken, wie lange ich aufnehme überhaupt. Okay, 12 Minuten. Fast 13. Oh, Deoxys. Was? Speichern. Okay, es hat sich uns leider nicht angeschlossen. Okay. Von mir aus soll mir recht sein. Ich habe gespeichert. Okay, was kommt als nächstes? Ich weiß leider nicht, was als nächstes kommt. Erstmal hier einkaufen. Halt, ich habe gesagt einkaufen. Level Plus Samen. Belebersamen. Gut, noch ein Level Plus Samen. Sehr schön. Belebersamen. Nehmen wir alles an uns. Riesenapfel. Im Prinzip haben wir jetzt alles, was wir brauchen für die nächsten Dungeons. Noch ein Riesenapfel. Uns fehlen halt noch ein paar Top-Elixiere und die Wurf-Items auf jeden Fall, aber die können wir nach und nach finden. Mein Gott. Kaufen. Und den Samen verkaufen. Ich habe gesagt, ach, komm. Vergiss es. Kaufen, was kannst du uns bieten? Nix. Verkaufen. Da oben. So, was haben uns die Dorfbewohner hier zu sagen? Knofenser, du standest vorher da nicht, oder? Ich habe gehört, dass es in der Ruine jede Menge Schätze geben soll, ob das stimmt. Ehrlich gesagt, ist das schon ganz schön aufregend. Es hat so einen Hauch von Drama und Abenteuer an sich. Ja, okay, der sagt nichts Besonderes. Okay, der sagt mir auch nichts, was ich wissen sollte. Ja, die Ruine. Goldrang. Okay. Hast du uns irgendwas zu sagen?
Nein, auch nichts Neues. Ja, ist gut. So, da ist noch ein Knuffenser. Oh, hallo, weißt du schon das Neueste? Irgendwo auf der Welt gibt es ein extrem seltenes Pokémon, es heißt Chanera. Es heißt von Chanera, dass es Glück bringt, es zu finden. Was für ein Pokémon wohl das sein mag? Würdest du ihm nicht gerne mal begegnen? Ich weiß nicht. Mein Team Hydro hat den Bronzerang. Wir müssen uns mehr anstrengen. Unser Team Rumpelfels ist für seine Wildheit bekannt. Aber wir haben nur den Normalrang. Wie beschämend. Schätzchen, wusstet ihr das schon? Ab und zu gibt es Rettungsjobs, die dich mit einem neuen Partnerareal belohnen. Nun, es gibt Gerüchte über ein neues Partnerareal. Es soll Himmelblaue Ebene heißen. Himmelblau-Ebene heißen. Nur so am Rande dieses Partnerareal zu bekommen, könnte der Beginn von etwas Besonderem sein. Schätzchen, wenn ihr vielversprechende Rettungsjobs seht, solltet ihr sie gleich annehmen. Okay, gesucht Anziehung. Gesucht, okay, es gibt nichts Besonderes an Rettungsjobs hier. Okay. Der sagt mir auch nichts Besonderes. Euer Team hat meine Unterstützung. Okay. So, mir hat sonst nichts, wirklich niemand mehr was zu sagen. Verdammt. Da oben vielleicht irgendjemand. Du? Die Papunga sind mit dem Wind davon. Ich werde sie vermissen. Ich bin in die Höhe gegangen, aber ich konnte mich nicht zu Smetbo entwickeln. Das ist aber schade, Safcon. Bestimmt war dein Level noch nicht hoch genug, Safcon. Wenn du trainierst und dein Level steigerst, dann wirst du dich bestimmt entwickeln können. Oh, es ist also mein Level. Verstehe, ich werde hart trainieren. Wie willst du bitte trainieren? Du kannst nicht mal Tackle. Ah doch, du warst ja vorher ein Raupi. Okay, ein relativ kurzer Part. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch machen soll. Ah, Moment. Das ist das Makuhita Dojo. Nur ausreichendes Training verhilft zu wahrer Stärke. Trainieren. Welches Training? Team Rumpelfels, Team Hydro, Team Klammer, Team Tengu Stahltraining. Wir machen mal Team Rumpelfels. Team Rumpelfels U1. Es kommen hier Gestein-Pokémon. Die können sich alle uns nicht anschließen. Finale. Dammit. Boah. Die können mir gefährlich werden. Gefällig. Gefährlich. So, sollte nicht allzu schwer sein. Die Ebenen haben alle, beziehungsweise die Dungeons haben alle 3 Ebenen. Autsch. Und ein Dungeon-Boss. So, natürlich mit Erdbeben, wie sonst. Bam. Und Surfer. 999. Ach du Scheiße. Ist auch das Maximale, was man hier abziehen kann. Ah, du hast das Training erfolgreich beendet. Du bist würdig. Ohne Zweifel hat dich dieses Training gestärkt. Möge dich dieser Erfolg zu noch mehr Ehrgeiz einspornen. Ginseng. Wir haben einen Ginseng bekommen. Was bringt uns Ginseng? Kurz gucken. Getränk, das die Kraft der fixierten Attacke des Pokémons verstärkt. Bei manchen Attacken hat es keinen Effekt. Füllt den Magen des Pokémon ein wenig. Okay. Gut, ich würde sagen, ich beende jetzt diesen Part hier wieder. Die Parts werden auch etwas kürzer jetzt. Es geht ja auch gegen das Ende des Spiels zu. Ich speichere jetzt ab.
Okay. Na komm, schneller. So, wir sehen uns beim nächsten Part von Let's Play Pokémon Mystery Dungeon Team Blau. Bis dahin verabschiede ich mich und wünsche euch einen schönen Tag.